Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Da sind wir wieder. Es geht weiter. Platz ist super, Wetter ist super. Hier hinten sind schon ein paar Jungs. Kannst du dich gerne mal umdrehen? Heute? Weiß ich jetzt nicht. Die wissen aber noch nicht, dass sie alle nicht spielen werden, draußen sitzen werden. Und heute spielen wir gegen Berliner Amateure. Die sind Vierter, wir Erster. Spitzenspiel. Ich hoffe, die Jungs liefern heute mal wieder ordentlich ab. Haben diese Woche nur einmal trainiert, wegen Dienstag Feiertag. Mittwoch wollten die Jungs nicht. Das heißt, sie müssen heute Leistung zeigen. Hey Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal von Eligello. Es ist mal wieder soweit. Back to back, weil Sidney heute nicht da ist. Der ist bei den Streamerspielen von Trimax. Wir haben heute hier wieder unser nächstes Game. Wir spielen gegen Berliner Amateure. Die sind, glaube ich, Vierter, glaube ich. Ja, die sind Vierter Platz. Wir haben bis jetzt noch alles gewonnen. Auf meinem Kanal ist immer nicht so top alles, wie sie spielen. Ich bin mal heute gespannt. Wir haben mal wieder Verletzungsprobleme. Mike ist verletzt, Sidney ist nicht da. Ich will nicht alle aufzählen, aber sind mal wieder ein paar verletzt. Wir geben trotzdem unser Bestes. Die erste Hürde wird das Aufwärmen sein. Da machen wir uns heute, hier müssen wir uns heute warm machen, weil der Platz irgendwie, da spielen noch welche, die haben später angefangen, deswegen bleibt keine Zeit fürs Warmmachen. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Ihr werdet jetzt ein paar Stimmen zum Spiel hören. Andi wird gleich nochmal interviewt. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und viel Spaß mit dem Video. Also wird sich hier warm gemacht? Ja, natürlich. Die sollen sich hier warm machen. Guck mal, Wiese ist da auch schon, der Holzfäller da hinten. Der fühlt sich wohl. Das ist seine Umgebung. Der fühlt es einfach hier. Der fühlt es. Wiesel. Spielt Wiesel von Anfang an? Ja, wahrscheinlich seine Schulter nicht hoch. Weil Otti kann seinen Arm nicht heben. Gut, Wiesel bis jetzt aber auch noch zu Null, ne? Zu Null, ja. Letzte Woche haben wir zu Null mit Wiesel gespielt. Das soll die Aufstellung fürs heutige Spiel sein. Die machen das, ne? Also, wie waren die beim Training? Wir haben nur einmal die Woche trainiert, ne? Weil es war Feiertag. Und warum? Ich habe ihnen angeboten, am Mittwoch eine Sondertrainingseinheit zu machen. Platz organisiert, alles stand, hatte keiner Bock. Das ist wirklich nicht so schön. Wir sind nicht keiner, aber wie viele Zusagen gab es? Sieben waren es am Ende dann, ja, sieben waren es. Ja, also es geht so nicht. Ich habe auch das Gefühl, alle Mannschaften, die Lay Freizeitliga, die haben alle richtig Bock. Die Lay zweite Herren, da warst du halt zu gucken, wie waren die? Koray Doppelpack gemacht sogar. 8-1 aber haben die gewonnen. Weil er am Freitag bei uns trainiert hat. Koray ist bei uns, also Koray hat Bock. Wir waren ja Mittwoch, Donnerstag waren wir beim Training gewesen, haben da auch zugeguckt. Und wie waren die? Ja gut, da gibt es halt andere, also die sind halt anders motiviert. Das war, man darf jetzt aber, ich habe drüber nachgedacht und ich glaube am Anfang, als wir ganz am Anfang waren, waren wir auch so. Das hat sich jetzt hier so ein bisschen eingeschlendert, weil bisher war noch kein Gegner dabei, der uns wirklich an Rande einer Niederlage gebracht hat. Und das ist bei denen zurzeit auch so. Ne? Also im Moment marschieren die da auch durch. Aber ich habe das Gefühl bei denen, die haben richtig Bock. So, ne? Bei uns ist es. Aber hatten die Jungs am Anfang in der letzten Saison in der Hinrunde auch? Das stimmt. Und das fing erst an in der Rückrunde, wo wir alles halt gewonnen hatten. Zieht sich da immer alles so ein bisschen. Aber mal gucken. Ich bin mal heute gespannt. Es gibt so ein paar Leute, die zurückgekommen sind. Julius, erstes Spiel nach, keine Ahnung, 3-4 Wochen. Julius, Dada ist Dori wieder auch, da. Glaube ich, Dori 3 Wochen oder so. Da. Ja, also 3-4 kamen auf jeden Fall zurück. Dafür sind ein paar, wie gesagt, nicht da. Wie ist denn der Gegner? Mittelfeld. Vierter habe ich. Die sind ja, Vierter. Ja, Mittelfeld, ja, Vierter. Spitzenspiel. Erster gegen Vierter. Und das nächste Spiel ist Erster gegen Zweiter. Sah auch wieder so aus, als wären sie mit voller Stärke dort. Ja, die sind immer alle mit voller Stärke. Die sind immer alle mit voller Stärke. Ist ein großer Kunstrasen, Teppichplatz mit einem Kreuzberg. Ja, aber sehr eng. Findest du den eng? Ja, ich finde den nicht so eng. Gleich die Fenster hinten dort. Ja, ich finde den schon eigentlich relativ breit, muss ich sagen. Ja, der Platz selber ist breit, aber das ist wie so ein kleines Stadion. Halt. Das ist ganz cool. Wenn ich zocken könnte, dann würde ich hier so motiviert sein. Ich wäre scheiße wahrscheinlich, aber ich würde motiviert sein. Und die sind gut und nicht motiviert. Ein paar von denen. Wir müssen es denen eintrichtern, in deren scheiß Köpfen rein. Andi und ich, letztes Spiel, warte mal, man kann ja mal kurz die Memo schicken. Letztes Spiel 3-0 gewonnen. Man kann nicht immer so hoch gewinnen. Aber wir haben jetzt 6 Saisonspiele gehabt, wovon wirklich 3 nicht gut waren. Und das hatten wir letztes Jahr nicht. Und die Gegner sind nicht wirklich sehr viel besser. Sie sind halt motiviert, genauso wie letztes Jahr. Aber bei uns haben wir eigentlich einen besseren Kader, aber es kracht irgendwie. Hier, gestern. Muss man aufpassen, dass nichts geliebt wird. 6 Minuten Memo, 9 Minuten Memo. 1,30. Und da hat es aber geknallt. Das kann ich euch sagen. Andi hat mir eine 10-Minuten-Memo geschickt. 10 Minuten? Ich habe mir eine 7-Minuten-Memo geschickt. Ja? Ich glaube, beim nächsten Mal einfach telefonieren, oder? Beim nächsten Mal. Ja, das war krass. Das war krass. Okay, Haki, Verletzungsupdate. Wie sieht's aus? Ja, Maike ist immer noch verletzt. Maike ist immer. Also, was hat er denn? Hüfte irgendwas? Hüfte, ja. Seine Leiste tut weh. Er ist noch verletzt. Dori, wie sieht's aus mit Dori? Er guckt jetzt erstmal, er ist ein bisschen erkältet oder war erkältet noch. Bilo? Bilo soll eigentlich schon eine Halbzeit spielen, aber er ist ein bisschen motiviert, ein bisschen länger zu spielen. Doppelpacker Cody!
Koji-Moji. Wie sieht's aus? Wie macht das Knie? Gut, alles super. Wie viele Minuten hast du gespielt? 40, glaube ich. 40? Von Anfang an? Nee. Echt? Weißt du, warum er eingeklinkt hat? Weil er am Freitag noch bei uns Training war. Und ich habe da mit ihm gesprochen. So. Mir sind ja gleich Fehler aufgefallen bei dem Jungen. Er hat mir gesagt, was ich noch verbessern kann. Habe ich heute angewendet. Und das ist direkt drauf. Wie viel stand es? Ich kam rein als Zehner, dann haben wir ingame, weil wir noch hungrig waren, auf Dreikette gewechselt, Doppelsturm Curry reingegangen. Weil die hungrig sind. Bei uns, also das ist hier witzig. Bei uns ist bei 1-0. Und so sagen 3-0, komm, reicht. Na, 1-2-0 höchstens. So immer hungrig momentan. Bleiben, immer hungrig bleiben, immer Merkur. Heute ist ja Sydney nicht da. Müssen die abliefern, oh Michael. Und ich sag dir ehrlich, Sydney hat die letzten Spiele hat er schon angetrieben. Also ohne ihn teilweise fand ich. Hat die Statistik gesehen? Es gab nämlich auch manchmal Spiele, da war Sydney so, ja, hier ein bisschen. Aber ich muss sagen, bis jetzt ist er schon wirklich gut. Ich sehe Ali, wir beschreiben das. Wie viele Spiele ist das von uns? Siebte in der Liga, 2 Pokal. Das 9. Pflichtspiel. Und das ist das erste, wo ich Adi in dieser Saison sehe. Live. Weil er einmal nicht dabei war. Ja, einmal, wo er Lüge gegeben hat, war ich da. Da war ich, ich war irgendwo unterwegs. Weiß ich mehr. Ali hat noch nicht viele Spiele gemacht. Nee, das ist Alis zweites Saisonspiel. Ali für die neuen Zuschauer ist auch kein Kapitän mehr. Er hat die Binde freiwillig abgegeben, weil er nicht mehr so oft da ist wegen seiner Arbeit. Er hat momentan viele, was auch schön für ihn ist, viele Anfragen oder Deals. Ja. Und deswegen kann er nicht die ganze Zeit hier sein. Ich glaube, er ist oft in Frankfurt auch und so. Frankfurt, Dortmund, glaube ich, ist er öfter. Ja. Deswegen ist Julius erster Kapitän, zweiter Kapitän, Dada. Und sah das halbwegs professionell aus da drüben? Was sie gemacht haben? Ja. Also jetzt sieht es ein bisschen so aus, als wenn sie ihr Geschäft gerade verrichten. So wie sie da alle im Kreis hocken, aber ansonsten ist es okay. Wir machen das Beste aus dem. Okay. Julius, einmal Niki das von hinten. Bälle holen und diese lang. Du weißt, welche ich meine. Und hey, und hier. Das geht. Viel, ganz viel. Okay, auf jeden Fall fängt Wiesel an. Verteidigung im Verteidiger, Ali und Dada. Außen haben wir Ogün und Alex. Julius und Niki auf der Doppel-6. Linkes Mittelfeld fängt Bilo an. Rechtes Mittelfeld ist Dori. In der Zentrale Patrick und vorne im Sturm Timo. Hinweis von Julius, ich soll es euch sagen, ihr wisst es ja selber, aber das ist die 4 vorne. Ihr könnt ruhig immer auch ein bisschen Positionstausch machen. Ja, dass Bilo mal in die Mitte rückt, dann schiebt vielleicht Patrick nach außen. Oder Bilo geht ein bisschen mal nach vorne, dann lässt sich Timo fallen. Oder Dori zieht mal nach links und wechselt mit Bilo, dass der mal von rechts kommt oder so. Da müsst ihr ein bisschen flexibel sein. Ansonsten hinten aus der Abwehr heraus schön stabil spielen. Wir wissen, ne, mit Wiesel ist jetzt nicht so unbedingt der mitspielende Torwart. Spielt ihm die Bälle so zu, dass er ihn nicht irgendwie unter Druck setzt, sondern dass er genug Zeit hat, den Ball auch irgendwie damit was zu machen. Baut das Spiel auf, der Platz ist breit. Da habt ihr genug Platz, dass ihr was draus machen könnt. Probiert Dinge umzusetzen, die wir euch immer wieder im Training sagen. Wir spielen heute gegen den 4., die sind wieder motiviert, so wie jeder Gegner gegen uns. Spielaufbau machen, Niki, hast ja, als du letzte Woche eingewechselt worden bist, hast den Ball abgeholt, Spieleröffnung gemacht, Julius, kannst genauso machen. Wechselt euch da ab, ich will eher, dass du hinten den Defensiveren machst und dann dir die Bälle abholst und Julius einen Tick weiter nach vorne schiebt. Über außen sind wir schnell, probiert die Leute da einzusetzen. Wenn wir die Möglichkeit haben, auch mal 20, 25 Meter, probiert es einfach mal. Bilo hat es im letzten Spiel vorgemacht. 11 Meter bei ihm zu dicht, hat er lieber von weiter weg geschossen. Aber da seht ihr, wenn ihr es auch mal probiert, von weiter weg zu schießen, macht es. Spielen auf Teppich. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber genau das sind diese typischen Kunstrasenplätze. Ich weiß nicht, ob es bei euch und im Bundesland auch so war. Aber hier in Berlin waren fast, also so viele Plätze waren genauso wie der hier. Und den haben sie dann, die guten Kunstrasenplätze wurden dann halt irgendwann mal ergänzt, wo du auch mit Rasenschuhen spielen kannst. Aber hier ist scheiße. Oh, ich glaube, die sind wieder alle auch gegen uns, ne? Die werden alle gegen uns sein. Wieso spielen wir immer auf der Seite, wo deren Fans sind, ne? Das ist echt so. Die sind automatisch hierher gekommen. Ja? Ach ja, das kann auch sein. Ach, Digga, ich hätte schon wieder so Bock, ne? Ich kann das alles nicht mit meinem Knie. Kreuzband gerissen, Innenband gerissen, nee, doch, Innenband gerissen, Außenband ist schon gerissen. Patellasehne, das ist das Einzige, was mir noch geblieben ist. Ihr und ihr regt euch hier auf, Digga.
Jetzt sollen sie erstmal ruhigen Spielaufbau machen. Ja, das heißt, Ball laufen lassen. Hektische sofort den ersten Ball hier dort schon landen. Lass doch hier durch die Kette. Jetzt ganz ein bisschen. Genau, sechster Kosta. Guter Ball. Gut für. Gut gemacht. Bilo. Gut, Alex, gut wieder. Ja. Gut gemacht, Alex. Das könnte jetzt krachen. Bilo, ich sag, der hat so eine brutale Statistik. Seine Freistoßstatistik ist so gut, ne? Also er haut die echt oft rein. Schade. Oh! Oh! Irgendwie habe ich das Gefühl, letztes Jahr haben die sich nicht so krass reingebunkert. Irgendwie. Weißt du, das ist jede, so seit 3 Wochen ist es so, dass das so Hardcore-Bunkerei ist. Oh, jetzt habt ihr Zeit. Auf Alis Kopf, bitte. Such Ali. Ali Dada. Wer ist ihr? So, am Anfang, die wussten ja nicht, was auf die zukommt. Mittlerweile, die haben eine Saison bei uns gesehen. Wissen genau, ständig da hinten rein. Ja, Fünferkette auf Konter, wenn die ein bisschen zocken und immer ein bisschen doll reingehen, Digga, weil die ja, wissen, dass wir alle dann zurück sind. Ist eklig. Ohne Foul, ohne Foul. Ali. Mann! Schön, Timo. Gut, Dori, reingespielt. Oh, schade. Stark gespielt, Jo. Oh, endlich mal eine schöne Aktion rausgespielt. Sehr gut, Dori, Timo. Sehr gut gespielt. So was muss Timo halt aufs Tor bringen. Einfach aufs Tor bringen. Haben die echt gut gemacht. Ich verstehe auch nicht, warum wir den nicht flach reinschieben, um ehrlich zu sein. Den brauchst du gar nicht hochzuspielen. Er macht seine Dinger normalerweise. Gut, man muss auch sagen, komm, Gegner wie letzte Woche immer alle, die stehen hinter der Mittellinie. Also der Stürmer steht hinter der Mittellinie. Ich glaube, wir haben nicht so viele Chancen. Wir hatten es wird weniger die letzten Wochen. Bitte, wieder anbieten, Jungs. Gut, und nochmal. Mitte. Okay. Wieder Ball! Julius, guter Ball, super Ball von Julius, aber wieder so mit ein bisschen Kaltschnäuzigkeit. Oder ne, querlegen. Ja, also Timo Patrick bis jetzt echt 2 gute Chancen gehabt. Es wäre hilfreich, wenn wir hier mal in Führung gehen würden. Halt, Alex, jetzt ist Zeit. Am Anfang, beim Anfang standen die zu dritt da. Das heißt, die haben die 2, der Kapitän, der spielt Schienenspieler. Ja, gut, Bilo. Gut, Bilo. Komm mal, bleib dran, Jungs. Zeit. Also, ein bisschen kann man es den Gegner, muss man sagen. Irgendwie reinchippen auf Alis Kopf. Ja. Ali und Paul sind so kopfballstark. Paul, Ali, komm mal, reinlaufen. Ja, tschüss. Weißt du, was ich meine? Die sind so viel, so viel. Zorn sowieso. Rein. Oh. Kein Foul. Hacke, Bino. Ist, keine Ahnung, 25. Minute ungefähr. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Bilo liegt auf dem Boden, hat sich ans Knie gefasst. Ich glaube, die rufen gerade Krankenwagen und sowas. Das ist halt, ja, schon sehr bitter. Weil ich kann euch nicht sagen, was da abgeht. Aber ich will auch keine falschen Thesen aufstellen, deswegen lieber nichts sagen. Aber sah nicht so gut aus. Kniescheibe war wohl draußen. Kniescheibe war raus? Hier vorne!
Wir hatten gerade eine Riesenchance, boah, war sehr gut gehalten von Wiese, aber wir tun uns wieder sehr schwer. Ja, gegen die Sonne, Gegner steht die. Ja. Jetzt Alex. Mach! Tschüss. Gutes Spiel, Jungs, gutes Spiel. Genau das, Dennis, genau das, genau so. Jetzt. Gut dabei. Gut. Ja, Dori, komm mal in den Strafraum. Abschluss sogar noch. Die sind fußballerisch nicht viel besser als letztes Jahr alle. Die können ja, also die haben Geld. Jetzt. Ui. Boah. Kein Foul, kein Foul. Hä? Oh, hey. Alles gut. Warum ist der offen? Dennis raus. Genau. Jetzt vor. Bald, ihr seid zu zweit. Hintermann! Niki ist stark. Ja, geh rein, Rudolf. Das gibt's doch nicht, Alter! Ja, Bruder, aber es muss langsam. Es war jetzt die vierte Chance von uns. So langsam muss er mal den Ball aufs Tor. Aber die Bälle sind es. Ja, auf jeden Fall. Geiler Ball. Tschüss. Oh. Ja, guter Ball. Wir haben den Ball gespielt. Ogün? Sehr geiler Ball von Ogün. Ja, es war also fünfte, sechste. Wir müssen langsam die Dinger reinkloppen, sonst wird es hier noch richtig unangenehm. Ich sag's euch. Feuer, okay, aber den Ball. 2:0 mit dem wir in die Kabine gehen. Ihr macht es ja jetzt gar nicht so schlecht. Ihr seid nicht kacke, ihr seid besser als der Gegner. Die machen halt gelegentlich einen Konter, haben vielleicht einmal da irgendwie im Strafraum eine gefährliche Situation gehabt. An einem guten Tag hat Timo jetzt schon 3 Tore geschossen. Da muss man halt auch einfach so sagen, dass es schwer ist gegen Gegner, die immer hinten drinnen stehen. Das haben wir euch auch gesagt, was ich ein bisschen schade finde, dass wir halt zu lange brauchen, um uns darauf einzustellen. Wir probieren die letzten Wochen, haben wir jedes Training immer Übungen eingebaut, wo wir simuliert haben, dass wir defensive Gegner haben. Und das müssen wir einfach ein bisschen mehr umsetzen. Ja, da muss ein bisschen mehr Bewegung sein. Dann, wenn wir mit langen Bällen spielen, was völlig okay ist, auch mal gegen so einen Gegner, zweite Bälle gewinnen. Da ist vorne Timo, kommt noch irgendwie ran, spektakulär, wie er den dann noch kriegt überhaupt, kann dann aber nichts mitmachen und der springt dann 5 Meter weg, was völlig normal ist. Da fehlt aber ein zweiter, der dann irgendwie da ist. Dann sind 5 von den Gegnern da. Da stehen wir zu tief. Wir brauchen nur nicht dann so tief stehen. Dann erster, ich habe vor dem Spiel gesagt, bitte nicht beide Außenverteidiger mit nach vorne gehen. Genau das passiert auch wieder. Jungs, ehrlich, reißt euch zusammen. Ein bisschen mehr dann ordentlich in die Zweikämpfe gehen. Mit der Brust mal den Gegner wegschieben. Ihr sollt die nicht schubsen, ihr sollt die nicht irgendwie faulen oder treten, sondern einfach mit Körpereinsatz rein. Und jetzt zweite Halbzeit. Wir spielen erstmal so weiter. Wir werden dann aber vielleicht noch den einen oder anderen Wechsel machen. Zeitfazit 0-0, das ist ja letzte Woche auch schon. Das ist für uns eigentlich sehr ungewohnt, dass hier keine Tore fallen auf beiden Seiten. Es waren ein paar Chancen da gewesen. Timo hat ein paar. An einem guten Tag macht er 3. Heute leider keinen. Bilo musste verletzt raus. Das ist natürlich scheiße. War, glaube ich, die Kniescheibe rausgesprungen. Dada ist rausgegangen. Hatte Nasenbluten gehabt und Kopfschmerzen, Schwindelgefühl. Keine Ahnung. Ich glaube, er hat einen Ball abbekommen oder so. Das natürlich hat so ein bisschen unsere Aufstellung durcheinander gebracht, weil wir eigentlich eine echt mega Truppe heute auf dem Platz haben und dafür liefern wir noch zu wenig ab. Die Jungs sollen sich ein bisschen straffen. Wir haben ihnen gesagt, worauf sie ein bisschen mehr achten sollen und eigentlich ist die zweite Halbzeit immer unsere. Halbzeitfazit, boah, wieder zähes Spiel. Wir hatten unsere Chancen. Ich glaube, wenn wir immer ein frühes Tor machen, ist immer sehr wichtig. Jetzt steht es wieder 0-0. Die Fans, ich weiß nicht, ob man das hört, von denen sind wieder voll am Start. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht langsam ein Tor schießen, wird es auch ganz ekelhaft. So die letzten 15 Minuten, da werden die nicht mehr nach vorne. Also ich bin ja so schon nicht die ganze Zeit nach vorne. Aber die werden dann nochmal mehr bunkern. Mal gucken. Ich finde, wir machen es
mittelmäßig. Wir hatten schon schlechtere Spiele. Ich glaube, das ist das neue Ding, so dieses schwierige Spiel, Chancen zu arbeiten, weil hinten 500 Leute drinstehen. Das war letztes Jahr nicht so krass, oder? Hier, Cora ist da. Letztes Jahr war es nicht so heftig. Du hast ja die Videos gecuttet. Bunkern gab es schon. Gab es, aber nicht so. Vielleicht auf Rasen, weil wir auf Rasen immer mehr Platz hatten oder so. Keine Ahnung. Wir müssen patten. Ja? Komm, Ogün. Ey! Bruder, er muss Geld sein. Chiri! Oh, guter Ball! Paul! Jungs! Alter! Geh rein, geh rein! Ja! Stark, Ogün! Gut, Niki, weiter geht's! Offen wieder, gut! Ogün, Dori! Oh! Hey, Schiri! Habt ihr. Elfmeter, Elfmeter! Ist nicht? Es ist, ich weiß nicht, ich glaube, es ist 60. Minute, immer noch sehr zäh, alles. Aber wir haben keine Lösungen. Wir haben keine Lösungen. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Ich bin auch ein bisschen sprachlos. Oh. Ja, Mann! Digga, so wichtig! Boah! Boah, wichtig! Sehr wichtig, sehr wichtig! Digga, was ein Kacktor, wie ist der da durchgerutscht? Aber ist scheißegal! Oh, guck mal, die Fans, oh! Guck mal, wie geil sich das anhört! Oh! Wichtig! Wichtig, dass sie da so rumheulen, ist so wichtig. Und jetzt müssen die nach vorne. Jetzt müssen die was nach vorne machen. Dori! Gut, Dori, ja, Mann! Julius! Jetzt, richtig! Komm mal, Jungs! Push die! Die müssen jetzt aufmachen. Ja, die müssen jetzt nach vorne spielen. Koro, Meter machen, Bälle festmachen. Das ist wichtig, weil so auf der 10 ist sie halt heute eklig. Einfach festmachen, verdammt. Ja, aber so kreiert er wenigstens mal was. Oh. Hä? Ja, Mann! Nico kann auch 6. Jonas und der Dori auf 10. Nico kann auch 10 spielen. Ja. Oh, Ecke! Aber das ist eine gute Idee, Andi. Weil ich glaube nicht, dass Julius fit ist. Man merkt es auch. Er ist sehr behäbig. Also er macht schon ein gutes Spiel. Er macht ein gutes Spiel, halt, aber die letzten Minuten, da braucht man jetzt jemanden, der nochmal... Ich finde Nico auf der anderen Seite ist er natürlich einer, der immer vorangeht. Auch vom Einsatz. Ali ganz auch aufgesetzt, schön. Ja, also irgendwie müssen auf jeden Fall... Ich bin für Nico, weil Nico ist fit und schnell und zweikampfstark. Schön, Dennis. Nein, jetzt! War gut gespielt. So, auf Alis Kopf. Such Alis Kopf. Warte mal, Rückraum. Boah. Ach. Oh, guter Ball. Oh. Sowas wird bestraft am Ende, Chat. Euer Chat. Kommentare. Ich glaube, 10-1 Schüsse oder so. Einmal Alu, zweite Halbzeit, ein Kopf gerade. Ich habe Angst, dass wir das um die Ohren bekommen. Schieß mal bitte. Sehr gut.
Ey! Ich weiß gar nicht, wie viele Minute, ich glaube 70. oder so, 72. 70. Noch 20 Minuten, 1-0, Spiel ist komplett offen. Ich würde ganz gerne 2-0 haben, obwohl es das gefährlichste Ergebnis ist, aber 1-0, da kann immer irgendwie eine Scheiße passieren. Boah. Sehr guter Ball, Paul, sehr guter Ball. Alter, was war das für ein Pass? Ja, aber das ist Weltklasse, wie er den spielt. Also, ist schwer, klar, aber da den Ball so hinzubekommen. Ja, das meine ich. Die sind zwar nicht gefährlich, aber es reicht eine Chance. Eine Chance. Wir müssen einmal irgendwie durchkommen. Nicht verlieren, nicht verlieren, nicht verlieren. Ja, aber das ist Quatsch, es ist Hardcore. Aber warum spielt er nicht zu Julius raus? Warum spielt er nicht den Ball ganz raus? Ich check's auch nicht. Oh, Dori! Oh, jetzt rückkommen! Komm, Dori! Mach ihn! Oh! Digga! Wir werden das um die Ohren bekommen. Wir werden das bereuen, das sagt ihr. Digga, wir haben so viele Chancen, so halb ausgelassen, ich kann das nicht. Schieß weg, mach lang. Bruder, was ist das da? Was ist das da auf dem Platz? Was ist das? Was war das? Das war eine Kastanie. Digga, eine verfickte Kastanie. Hast du das gerade gesehen? Digga, eine Kastanie. Ich kann das nicht. Lang, 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 lang. Lang. Timo, renn. Nein, 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 nein. Mach alleine! Mach alleine! Mach alleine! Mach alleine! Ja! Digga, ich hab das mit ihm! Verfickter Macher! Digga, so geil! So geil! Julius! Super Ball, Julius! Boah, wichtig, Digga! Oh! Oh! Es ist so angenehm! Es ist so geil! Es ist so geil! Es ist so geil! Julius! Geiler Ball! Geiler Ball! Geiler Ball! Sehr gut! Oh, richtig. Richtig, 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 richtig. Sehr gut, Timo! Sehr gut, Timo, sehr gut! Es war auch wichtig für seinen Kopf, dass er den mal reinkloppt. Er wollte rüberlegen die ganze Zeit, ne? Hat er gut gemacht. Der Schiri hat so lange gezögert. Ja, aber ich würde ihn schon einwechseln für irgendjemanden. Auf jeden Fall. Abschluss. Oh. Oh, schade. Deshalb ist ein ganz frühes Tor für unser Spiel so essentiell. Ja, ich schwör's dir. Man muss in den ersten 20 Minuten die anrennen und die anschreien, als wenn, also die Gegner dann, ja, ja, als wenn die, die denken, die dürfen gar keinen Bock haben. Das war's vom Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben 2-0 gewonnen, war sehr, sehr zäh auf jeden Fall. Die Gegner waren nett, nicht arschig oder so, aber deren Fans waren wieder so ein bisschen... Und bei Freunde, ich mache immer Bilder mit euch, wenn man respektvoll miteinander umgeht. Ne? Wenn ihr hier die ganze Zeit irgendwelche Flaschen auf uns schmeißt und keine Ahnung was. Da werden keine Bilder gemacht, weil ich nicht weiß, wer nett war und wer nicht nett war. Deswegen bei sowas immer drauf achten. So, ne? Ich bin stolz auf meine Truppe, war ein schwieriges Spiel, haben es trotzdem gut gemacht. Es wird immer schwieriger gefühlt irgendwie, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wir müssen irgendwie uns was einfallen lassen, wie wir gegen tiefstehende Gegner irgendwas organisiert bekommen. Weil das haben sie ja letztes Jahr auch gemacht, die haben sich auch hinten reingestellt. Aber vielleicht müssen wir uns wieder ein bisschen finden, ich weiß nicht. Na gut, ihr hört jetzt noch ein paar Stimmen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, Liebe. So, 2-0 Arbeitssieg, am Ende verdient gewonnen. 2-0, haben auch einige gute Torschancen ausgelassen. Klar, der Gegner hat uns Leben schwer gemacht, aber sind wir ehrlich, viele Torschancen haben sie jetzt nicht erspielt, stehen halt immer sehr viel hinten drinne, gelegentlich mal ein Konter. Wir machen es uns zu kompliziert.
in einigen Situationen. Die Jungs setzen nicht so das um, was wir trainieren. Also es gibt einiges, woran wir arbeiten dürfen in nächster Zeit, was wir besser machen müssen, was wir verändern müssen. Das ist ein bisschen so ungewohnt für uns, dass es so lange dauert, bis wir irgendwie das Tor machen. Manchmal steckst du nicht drin und weißt nicht genau warum, weil gute Chancen da nicht reingemacht werden. Mal schauen, was wir uns als Trainer einfallen lassen. Aber da wird bestimmt noch was kommen. Mal mit der Mannschaft reden, mal ein bisschen analysieren, was wir vielleicht verändern können. Und dann wird es wieder besser. Ja, schweres Spiel. Am Ende noch gewonnen, zweite Halbzeit deutlich besser gespielt. Der Gegner war richtig gut. Also die haben sich gut hinten reingestellt, haben fast alle Bälle abwehren können. Wir hätten ein bisschen geduldiger spielen müssen, aber am Ende 2-0 gewonnen. Das war das Wichtigste. Ein sehr zähes Spiel. Die haben uns das sehr schwer gemacht. Wir haben uns auch schwer getan, sind nicht so gut nach vorne gekommen. Dann hat Domi, mein Junge, ein Tor gemacht. Dann wurde das Spiel ein bisschen offener, wir sind ein bisschen besser nach vorne gekommen. Da hat Timo endlich auch noch eins gemacht, hat er sich verdient. Und fahren die 3 Punkte nach Hause und weiter geht's. War ein super emotionales Spiel. Von beiden Seiten her super gemacht. Wir waren dann auch ein bisschen überrascht, wie stark doch auch der Gegner ist. Wir haben sie stark eingeschätzt, aber wir haben super dagegen gehalten. Und hier zu Hause mit irgendwie 200 Zuschauern zu spielen, ist halt unglaublich schön. Ja, war sehr anstrengend. An sich sind wir aber voll zufrieden mit der Leistung. Ein paar Spieler haben gefehlt. Musa, Knut, immer ein paar Leute, aber wir sind eigentlich größtenteils echt zufrieden. Es waren 2 gute Spiele. Wir hatten viele Chancen. Wir hatten auch Dile fest im Griff in der ersten Halbzeit. Die hatten natürlich viel mehr Ballbesitz, aber wir sind halt nicht durchgekommen. Aber an sich war das ein super Spiel. Er hat gesagt, er schenkt uns beim Rückspiel einen Hattrick ein. Drei Tore. Rückspiel. Oh, das ist so. Ja, wir wussten von Anfang an, dass das Spiel schwierig sein wird gegen Dile. Ohne Niederlage sind wir aufgestiegen und dann jetzt auch in unserer Liga. Ja, wir haben versucht, tief zu stehen, um die langen Bälle abzufangen. Und am Ende leider durch 1-2 individuelle Fehler, ja, das Spiel dann abgegeben. Ja, war gut. Also es war ein ekelhaftes Spiel, schwieriges Spiel. Vor allem finde ich, auf meiner Position war es sehr schwer, weil du kaum Ballkontakte hattest oder wenige selten ins Spiel gefunden hast. Vieles lief über außen, aber die haben halt versucht, gut zu zerstören und sie haben auch gut verschoben. Und deshalb war es schwierig für uns und deshalb ist es ziemlich spät erst die Entscheidung gefallen. Was war in der ersten Halbzeit? Die erste Halbzeit war schwer. Die haben gut zugemacht. Zweite Halbzeit haben wir 2-0 gewonnen. War ein schweres Spiel. Danke an alle Fans, die da waren. Ich küsse euer Herz. Beste Fanbase, SC Berlin Amateure. Das Spiel war stark eigentlich. Beide Mannschaften. Ich grüße Musas Herz. Ich grüße meinen Bruder Musa, der hat heute im Sturm gefehlt. Dile hat stark gespielt. Wir haben eigentlich gut dagegen gehalten. Und ja, nächstes Mal vielleicht kriegen wir einen Punkt oder mehr Punkte. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, war ein solides Spiel von uns heute. Die Gegner standen gut in der ersten Halbzeit. Kam schwer durch. Zweite Halbzeit haben wir es dann ein bisschen besser gemacht, weil wir ein bisschen tiefer standen auch, oder höher standen, besser gesagt. Dann hatten wir ein paar Räume auch und dann haben wir den Ball gut laufen gelassen und kamen auch zur Torchance. Dann würde ich sagen, haben wir verdient 2-0 gewonnen. Ja. Er hat den Deckel drauf gemacht, der Timo. Den Deckel hat er drauf gemacht. Wir gucken uns im Video an, ob es abseits war. Ich bin mir nicht sicher, sah sehr frei aus, aber... Ja, abseits wusste ich auch nicht. Gute Frage. Gucken aber der Spiel war eigentlich echt gut. Aber also, gut, an einem guten Tag macht der Timo auch 3 oder 4. Das kann gut sein, aber ja, doch. Passiert mal. Mach ich. Ja, ist halt so, meine Güte. Das Ball, ist eine Maschine. Also eigentlich schon. Jetzt Ball, Schulter auf Ball schieben und so macht keinen Sinn. Auch damit alles. Ja, gut. Ich mach sie wann anders rein. Das kann sicher sein. Vielleicht habe ich auch mehr Ruhe, nehme ihn nochmal an, um ihn dann einzuschieben. Aber den letzten hast du aber überlegt eingeschoben. Ja, ja, den letzten. Aber ich meine, die anderen habe ich ihn direkt genommen, weil ich dachte, ey. Hast du noch Spielchen gemacht so mit Arm? Ja, ja, natürlich. Muss man ein Spielchen machen. Ich sage, ich spiele ihn rüber, kurze Ecke, war wichtig, 2-0. Mal gucken, wie es nächste Woche wird. Ich hoffe, nicht wieder mit einem 0-0 in die Halbzeit und dann in 2 Wochen. Ransdorf auf Rasen, schön auf Rasen, Ransdorf, Spitzenspiel, erster gegen zweiter.